In Mannheim wird im Rahmen der Bundesgartenschau 2023 ein Panoramasteg in das Landschaftsschutzgebiet Freudenheimer Au gebaut. Finanziert wird das Ganze unter anderem von dem Land Baden-Württemberg mit 22 Millionen. Der Steg ist 81 Meter lang und 12 Meter hoch in der Freudenheimer Au. Und das, obwohl die Verordnung des Landschaftsschutzgebietes verbietet, dass das Hochgestade verändert oder geschädigt wird. Bauträger ist die Bundesgartenschaugesellschaft, deren Aufsichtsratsvorsitzender ist Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz, ein Jurist. Der Panoramasteg sieht interessant aus, aber was bedeutet er? Hier sind die Wildbienen dunkelviolett eingezeichnet. Diese Wildbienen müssen beseitigt werden, müssen verschwinden. Ersatzflächen gibt es kaum noch. Auch Fledermäuse werden beseitigt. In den Bäumen leben unter anderem Zaunkönige. Und vor allen Dingen wird ein großer Weg gebaut für die Baufahrzeuge und später für die Fahrzeuge, die den Unterhalt bearbeiten. Und das Ganze ist erstaunlicherweise schon bewilligt von dem Stadtraumservice, obwohl kein Planfeststellungsverfahren gemacht wurde. Dunkelgrau sind hier zu sehen die Stahlbetonsäulen. Sie dienen der Haltung des Panoramastegs, hier noch einmal dunkelgrau dargestellt. 300 Tonnen Stahlbeton. Das Ganze wird organisiert von der Stadt, von der Verkehrswegebauabteilung des Stadtraumservice. Was bedeutet das, wenn es gebaut wird? Die Zerstörung des Hochgestades. Die Missachtung der Verordnung des Landschaftsschutzgebietes. Die Zerstörung von Teilen der Flora und Fauna und die Verschwendung von 2 Millionen Steuergeldern. Als Alternative könnte man auf dem Spinelli-Gelände ein Riesenrad aufstellen mit gutem Blick in Richtung Odenwald und in Richtung Freudenheimer Au. Dies wäre billiger und würde nicht schädigen.